Mein Name ist Markus Michelberger. Ich bin Vertriebsleiter im Hause Schunk und habe mir heute als Vortrag für Sie rausgesucht das Thema innovative und flexible Spannsysteme für moderne Fertigungsprozesse mit dem etwas provozierenden Untertitel Rüsten Sie noch oder fräsen Sie schon? Schalt weiter. Ich bin 49 Jahre alt, bin seit 2004 bei der Firma Schunk tätig und bin für den Bereich der gesamten Werkstücktechnik für Fräs- und Drehmaschinen zuständig. Und beginnen möchte ich mit dem Thema, das Sie, aber auch uns als Schunk permanent umtreibt. Nämlich wir rennen immer noch diesem Trend hinterher, der noch nicht vorbei ist, dass die Losgrößen kleiner werden und gleichzeitig die Teilevarianz zunimmt. Bedeutet natürlich, dass die Rüstkosten immer mehr Einfluss nehmen auf die Stückkosten. Den oberen Trend, den kennen wir, können den aber nicht beeinflussen. Wir würden es gern. Aber wir haben hier unten an den Rüstkosten zumindest eine Stellschraube, an der wir versuchen zu drehen. Und die Fertigung, die hat einen Wunsch. Der Wunsch sieht so aus wie eine Fahrt mit dem Auto auf einer geraden Straße. Wir können weit nach vorne blicken und sehen genau, was kommt. Die Realität der Fertigung ist aber eine ganz andere. Die gleicht eher einer sehr kurvigen Serpentinenfahrt, denn es gibt einfach viele Themen drumherum, die eine langfristige Planung so schwierig machen. Und deswegen sind kurze Reaktionszeiten gefragt. Und natürlich muss man auf schwankende Nachfragen reagieren können. Das als nur zwei Themen von den vielen, die da drin stecken. Und ich bin mir sicher, Sie finden sich in einem oder auch mehreren dieser Themen sehr gut wieder. Und ich mache es plakativ für Sie. Im Prinzip ist es sehr einfach. Sie müssen nur die rote Lampe der Maschine zum Leuchten bringen und zwar in grün. Und ich frage Sie an der Stelle genauso provozierend, wie viel grün leuchten Ihre Maschinen? Das Jahr, so als Hintergrund, hat 8760 Stunden. Wie viel Stunde leuchtet Ihre Lampe grün? Und alles, was Sie als Differenz zu der Jahresstundenzahl finden, das finden Sie als Potenzial zur Optimierung. Jetzt kommt das Thema Veränderung. Für viele Leute bedeutet Veränderung Gefahr. Und es ist nur ein sehr kleiner Exkurs in das Thema Change Management, weil es für mich da drin eine ganz große Rolle spielt und ich es selber immer wieder auch am eigenen Körper spüre, was es bedeutet. Nämlich, wenn man die Leute aus der gewohnten Umgebung reißt, also etwas verändert, auch wenn man selber denkt, es ist positiv, so stößt es immer erstmal auf Widerstand. Die Leute sind geschockt und erst wenn sich die Kurve erholt und wir in den Bereich der Akzeptanz kommen, so liegt die Endperformance im Output über der Eingangsperformance. Und alles, was wir tun können, weil die Kurve finden Sie immer, was wir tun können, ist die Zeitspanne zu reduzieren. Und dazu gibt es tatsächlich Möglichkeiten und ich habe mich mal in der Technikwelt umgeschaut, was es denn da gab. Für mich war das Motto der kürzeste Weg zur Akzeptanz. Und da gab es dieses Smartphone, so nenne ich es, das vor vielen Jahren Einzug gehalten hat, wo ich mich auch dagegen gewehrt habe. Ich war stolz auf mein Nokia 6210 mit einer Woche Akkulaufzeit und habe gesagt, wie jeden Tag laden, niemals. Wie dumm von mir im Nachhinein. Weil dieses Gerät ist so einfach in der Bedienung und man schleppt in der Zwischenzeit keine Kamera mehr mit sich rum, man schleppt auch kein iPod mit sich rum zum Musikhören und auch kein Telefon, sondern man hat ein Gerät in allem und das ist von der Bedienung so einfach, dass es nicht mal eine Bedienungsanleitung braucht und das ist für mich so ein kleines Leitbild, wo ich mir gesagt habe, Mensch, wenn doch alles so einfach wäre. Und wenn man das jetzt überträgt auf das Thema Spanntechnik und wir uns das Motto nochmal vor Augen führen, auf dem kürzesten Weg zum Akzeptanz,
Gleichzeitig aber mal reinschauen, wie denn die Anforderungen heute sind. Die hängen nämlich natürlich davon ab, von meinem Bauteil, von der Maschine und von vielen anderen Faktoren. Und Spannmittel müssen heute diese Attribute erfüllen. Sie müssen schnell und einfach sein in der Bedienung. Sie sollen flexibel und wandelbar sein, anpassungsfähig. Wir brauchen was sehr Präzises, wir brauchen aber auch was Kraftvolles. Und im Idealfall sind die langlebig und wartungsarm. Und somit erfüllen die Anforderungen einer heutigen echten Smart Production. Und die Synonyme für Smart, die finden Sie unten drin, weil das ist dann wirklich smart. Und wenn wir es auf Spannmittel übertragen, was bedeutet das denn? Schnell und einfach bedeutet für mich Spannen auf Knopfdruck. Oder wenn ich von Hand spanne, nicht mit Drehmoment, sondern ich spanne mit einer 140-Grad-Bewegung und habe eine Kraftkassette. Ich habe einen Backenschnellwechsel, der werkzeuglos funktioniert. Und idealerweise ist die Technik auch noch selbst erklärend. Flexibel und wandelbar. Wir brauchen Spannmittel, die spannen von klein bis groß, von rund bis eckig. Unabhängig der Geometrie und genau so sehen moderne Spannmittel auch aus. Sie sollen präzise sein und kraftvoll. Wir haben Möglichkeiten, auf 2 μ genau zu wechseln und brauchen auf der anderen Seite aber auch gern mal einmal große Drehfutter, 30 Tonnen Spannkraft, um die Werkstücke entsprechend zu halten, damit wir die maximale Maschinenleistung auch ins Werkstück kriegen. Langlebig und wartungsarm ist ein sehr wichtiger Punkt. Und an der Stelle bei Schunk gibt es auf alle Standardprodukte 24 Monate Gewährleistung. Das ist das Doppelte, wie der Gesetzgeber vorschreibt. Und natürlich eine langjährige Ersatzteilverfügbarkeit plus Einweisung, Schulung vor Ort, wenn das gewünscht ist. Und jetzt gucken wir uns in das Thema oder das Thema Potenzial dazu an. Amerikanischer Ansatz, ROI, Return of Investment. Der Schwabe wird sagen, ja, wann rentiert sich's denn? Und da gebe ich Ihnen folgende Werte mit. Wenn Sie, wie auch immer, am Tag 30 Minuten einsparen, dann sind es am Ende vom Jahr 10.000 Euro bei einem wirklich fairen Stundensatz von 80 Euro und 280 Arbeitstage. Das ist ein Wert, den kann man sich merken. 30 Minuten am Tag, am Ende vom Jahr 10.000 Euro gespart. Und jetzt wissen Sie auch ganz einfach, wie schnell sich so eine Investition dann in der Anschaffung rechnet. Und als Basis für unsere Spanntechnik haben wir vor in der Zwischenzeit 12 Jahren den Nullpunktspanntechnik-Baukasten ins Leben gerufen, der in der Zwischenzeit die Kombinationsmöglichkeit von über 1000 vorweisen kann, bedeutet die Kombination von Nullpunktkomponenten mit Spannmittel für unterschiedlichste Maschinen, wo Sie hier jetzt nur ausschnittsweise sehen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir beginnen bei der Dreiachsmaschine, da geht es los von klein, aber auch Dreiachsmaschine. Die können natürlich immer größer werden und so bieten wir auch hier verschiedene Standardkomponenten an, die sich immer wieder beliebig miteinander kombinieren lassen und immer wieder so eine ganz neue Spannmöglichkeit entsteht. Magnetspanntechnik natürlich hochinteressant für alle eisenhaltigen Werkstoffe in einer plattenähnlichen Geometrie. Der klassische Schraubstock, das sei an der Stelle gesagt, der verschwindet noch lange nicht. Der hat vielleicht mehr Konjunktur denn je. Wenn wir uns in die Vierachs-Vertikalmaschinen hineindenken, dann sind wir vielleicht im heutigen Thema da nicht ganz richtig, weil es sind natürlich Maschinen, die primär in der Serienfertigung Einsatz finden. Dort kommen dann pneumatische, hydraulische Spannmittel zum Einsatz. Idealerweise werden diese Maschinen dann natürlich auch mit einem Roboter be- und entladen und die sind wirklich vorbereitet für einen 24/7-Dauerbetrieb. Und Sie sehen diese Möglichkeiten und was Sie sehen, das sind ausschließlich Kombinationen
von Standardkomponenten. Das sind überhaupt keine Lösungen, Sonderausführungen gezeigt. Die Vierachs-Horizontalmaschinen, wir können dort das Nullpunktelement schon auf dem Tisch platzieren, aber natürlich auch auf dem Turm. Auch wenn Sie weiter investieren in flexible Fertigungssysteme mit vielen Speicherplätzen, kommen Sie an den Punkt und an den Tag, wo Ihnen die Plätze ausgehen und Sie nach der Flexibilität suchen, um Ihre Türme schneller umzurüsten. Für diesen Bereich habe ich gleich noch ein Praxisbeispiel für Sie mitgebracht, wie wir das bei uns im Haus selber umgesetzt haben. Und Sie sehen, ganz unabhängig von den Maschinentypen und von den Größen, es sind natürlich immer wieder gleiche oder ähnliche Spannmittel, die in neuer Anordnung zu einer neuen Lösung kombiniert werden können. So, jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir natürlich in den wahrscheinlich beliebtesten Maschinenbereich rein, nämlich in den Fünfachs-Maschinenbereich. Es spielt dort keine Rolle, ob das jetzt eine Maschine ist mit Dreh-Schwenktisch, wie wir es hier haben, oder größere Maschinen, wo ja dann die Achsen im Fräskopf integriert sind. Im Fünfachsbereich lautet das Thema, wir müssen hoch vom Tisch, wir müssen den Freiraum schaffen, damit die Spindel beim Schwenken nicht mit dem Tisch kollidiert. Pyramidenlösungen sind hocheffizient, weil wir damit die Laufzeit der Maschine deutlich steigern. Königsklasse. Fünfachsmaschinen mit Drehoption. Wenn wir solche Maschinen ausrüsten, dann sind Nullpunktspannstationen immer auf diese Maschine ausgelegt, berechnet auf Drehzahl und auf das maximal zu übertragende Drehmoment. Denn aus der Drehtechnik heraus gibt es verschiedene Normen, die wir einhalten müssen. Gewicht spielt eine große Rolle auf diesen Maschinen, weil die Fräsdrehmaschinen in der Regel in der Zuladung gegenüber der reinen Fünfachsmaschine ohne Drehoption immer reduziert sind. Also Sie sehen die Vielfalt, die daraus entsteht, und das waren jetzt ja nur Auszüge aus der Gesamtkombinationsmöglichkeit von größer 1000. In der Praxis, ich fliege etwas schneller drüber, lassen sich diese Beispiele natürlich genauso gut abbilden, weil abhängig von den Werkstücken und von der Maschine auch unterschiedliche Technologien zum Einsatz kommen, wie im Beispiel hier die Magnetspanntechnik oder wenn es natürlich auch mal um Kunststoff- oder Aluminiumteile geht, sehr gern die Vakuumspanntechnik. Die Nullpunktspanntechnik ist für uns die Basis. Im Vierachsbereich, da sind wir automatisiert, da werden pneumatisch, hydraulisch betätigte Spanner verwendet, die über die Steuerung natürlich vollautomatisiert geöffnet und gespannt werden. Im Vierachsbereich gibt es endlose Möglichkeiten, Türme mit Nullpunktmodulen und entsprechender Spanntechnik zu gestalten. Sehr viele Spannsysteme sind an Türmen noch manuell, weil wir auf einem Rüstplatz die Maschinen ja vorrüsten müssen. Sollte es schneller gehen, in der Mitte sehen Sie einen großen Turm. Dort sind federbetätigte Spanner verbaut. Die werden am Rüstplatz pneumatisch geöffnet und über Piff-Paff geschlossen. Und somit an dem Turm sind 36 Spanner verbaut. Der lässt sich über diese Federspanner in etwa 5 bis 8 Minuten umrüsten. Im Fünfachsbereich ganz klar die bekannten Elemente, abhängig ob nur fräsen oder nur drehen, bis natürlich hin zum klassischen Fünfachsspanner. Und jetzt gehen wir in die Praxis. Was Sie hier sehen, ist ein flexibles Fertigungssystem, wie wir es bei uns im Haus einsetzen. An der Anlage hängen 2 Fünfachs- und 5 Vierachs-Bearbeitungszentren. Wir haben auf den Maschinen über 2000 Werkzeuge und haben Maschinenpaletten der Größe 630 und 500, in Summe 80 Stück.
und bevorraten zusätzlich noch das Rohmaterial und die Fertigteile. Wir wickeln also auch die Intralogistik über diese Anlage ab. Als allgemeine Daten. Auf diesem System laufen etwa 1500 verschiedene Spannungen. Das sind also etwa 750 verschiedene Bauteile in zwei Spannungen. 1500 Spannungen mit nur 80 Türmen bedeutet, jeder Turm muss durchschnittlich 20 verschiedene Werkstücke spannen. Das heißt, wir rüsten auch hier immer wieder um und haben uns im Vorfeld auf drei Turmgeometrien festgelegt. Wir haben den klassischen Doppelwinkelturm, der bietet die größte Aufspannfläche. Wir haben den Dreieckturm, der bietet die beste Zugänglichkeit. Und wir haben den quadratischen Turm, der noch eine gute Zugänglichkeit hat, aber eben wiederum 30% mehr Teile aufspannen kann. Und wir machen es mit drei Spannmitteln. Wir haben einen Doppelspanner, wir haben eine Aufspannleiste und wir haben die Magnetplatte. Und wir kriegen nicht alles natürlich, aber wir kriegen etwa 70% der Spannungen mit Kombinationen dieser Spannmöglichkeiten abgebildet, mit ein paar Beispielen hier. Auf der linken Seite, ich kann große Werkstücke direkt spannen. Ich kann aber auch eine Aufspannleiste draufsetzen und kann dann zwei kleine Werkstücke spannen oder vier. Immer natürlich entsprechender Geometrie, hier mal drei. Oder ich kann drei Backenfutter draufsetzen und kann dann sehr gut und sehr genau zylindrische Werkstücke spannen. Die Aufspannleisten, die sind sehr multifunktionell. Die können von klein bis groß und sind optimal für eine erste Spannung. Wir haben ganz kleine Kontaktflächen zum Werkstück und somit die optimale Zugänglichkeit, um den Löwenanteil der Zerspannung in der OP10 abzubilden. Über zwei Aufspannleisten lassen sich auch größere Werkstücke spannen. Wir haben sehr viele Teile, Familien, die darüber abgebildet werden können. Ein sehr schönes Beispiel. Das ist genau der gleiche Turm, es ist genau der gleiche Spanner, es sind nur unterschiedliche Backen drauf. Auf der linken Seite spannen wir 8 Rohlinge, die haben einen Durchmesser von 260 mm. Daraus entstehen Drehfutter der Größe 250. Und wir sehen auf der rechten Seite die klassische Bestückung von einem Doppelspanner und fertigen dort in der zweiten Spannung Grundbacken von einem Drehfutter. Die Mittenbacke hier als großer Vorteil ist in der Referenz fest, nicht verschiebbar. Somit haben wir eine Konsolspannung und immer eine sehr genaue Referenz. Magnetspannplatten optimal für alle plattenförmigen Werkstücke, egal wie groß oder klein. Magnetspanntechnik beginnt bei ihrer Kontaktgröße DIN A4. Absolut problemlos, DIN A5, dann müssen wir rechnen, was wir aber können. Wir haben hier dazu eine App ins Leben gerufen, wo Schunk-Magnetspannplatten auf das Werkstück und die Zerspanndaten gerechnet werden können, sodass immer der sichere Halt gewährleistet wird. Also Sie haben gesehen, Beispiele aus der Praxis, die genau das zeigen, was die Grundidee von dem Spanntechnik-Baukasten ist. Und im zweiten Teil gehen wir nochmal auf die grüne Lampe. Wie kriegen wir die denn deutlich mehr grün? Und sicherlich wird ein Schlagwort dafür sein, das Thema Automatisierung. Im Neumaschinenbereich werden immer mehr Maschinen mit Automatisierung gekauft. Aber natürlich sind auch alle Maschinen, die bereits stehen, interessant, um gegebenenfalls auf- oder nachgerüstet zu werden. Und ich darf dazu ein paar Worte verlieren, was wichtig ist bei einer automatisierten Maschine. Und möchte beim Mitarbeiter beginnen. Weil bei der manuellen Maschinenbeladung, da kommt dem Mitarbeiter die hohe Bedeutung zu bei jedem Prozessschritt. Der Mitarbeiter entscheidet, wie lang er rüstet, wie lang er spannt, wie gewissenhaft, dass er das macht, wie genau, dass er das macht und wie viele Teile am Ende vom Tag rauskommen. Und er entscheidet, ob der Bohrer etwas schneller bohrt oder etwas langsamer.
Bei der automatisierten Maschinenbeladung steuert der Mitarbeiter den Prozess. Das heißt, es muss im ersten Schritt ein Umdenken stattfinden. Ich bin nicht nur für die Maschine zuständig, sondern ich bin jetzt für den kompletten Fertigungsprozess zuständig. Und die klassische Arbeit vom Mitarbeiter, nämlich das Teile ein- und auslegen, das übernimmt künftig der Roboter. Wichtig ist, wir brauchen sichere und stabile Prozesse. Das Thema ist, eignet sich mein Produktionsprozess für die Automatisierung? Kann ich Ihnen nicht sagen. Müssen Sie rausfinden. Ich möchte Ihnen an die Hand geben, Automatisierung funktioniert dann sehr gut, wenn Sie stabile Prozesse haben und schon jetzt eine hohe Qualität in der Ausbringung haben. Wenn Sie immer wieder Störungen haben, dann wird die Automatisierung nicht zwingend die Lösung sein, sondern der Prozess sollte vorab stabilisiert werden. Und abhängig von der Maschine, von der Teilegröße und der Vielfalt, entscheiden Sie sich für Teilehandling oder Palettenhandling oder der greifende Spanner von unserer Tochter Kressel, der hier eine ganz interessante Kombination abbildet. Das müssen Sie entscheiden. Das ist der erste Schritt in Richtung Automatisierung. Und mir hat ein Kundenzitat sehr, sehr gut gefallen. Deswegen möchte ich Ihnen das heute nicht vorenthalten. Und der hat zu mir gesagt, Herr Michelberger, Sie müssen in die Hardware investieren, um den Prozess zu stabilisieren. Und damit die Fehlermöglichkeiten, die entstehen und die Schwierigkeiten, die wir haben, konsequent zu eliminieren. Klare Rüstvorschriften, keine Bastelarbeiten, sondern ganz klare Linie, wie Werkstücke aufzuspannen sind. Bei uns im Haus wird sehr viel mit Fotodokumentation gearbeitet. Das heißt, wir rüsten erstmals auf, machen eine Fotodokumentation mit den Hinweisen, was für Spannmittel sind zu verwenden, auf was ist im Speziellen zu achten. Standardkomponenten bieten natürlich den Charme, dass Ersatz schnell verfügbar ist, dass man schnell umbauen kann, dass man schnell andere Backen dafür bekommt. Definieren Sie aber auch jemanden, der für diesen Prozess der Automatisierung verantwortlich ist. Überlassen Sie das nicht dem Zufall. Einer hat den Hut auf. Und im Idealfall werden die Prozesse dokumentiert und vorab muss die Mitarbeiterqualifizierung erfolgen. Mit der Mitarbeiterqualifizierung schaffen Sie die Grundlage und das Bewusstsein an dem Mann, der hinterher die Anlage steuert. Und er wird weiterhin verantwortlich sein, wie stabil und wie viel die Anlage läuft. Also er wird weiterhin natürlich verantwortlich sein, wie viel grün die Lampe leuchtet. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Das Thema Digitalisierung. Immer noch großes Thema natürlich, Industrie 4.0 bedeutet für viele, wir automatisieren nichts. Nein, das ist noch nicht die Industrie 4.0. Die Automatisierung ist die Industrie 3.0. Das treiben wir jetzt seit über 30 Jahren. Aber natürlich ist noch nicht jede Maschine und jeder Prozess automatisiert. Die Digitalisierung bedeutet für uns in der Spanntechnik, wir möchten die Spanntechnik intelligent machen. Denken Sie an ein Auto. Vor 30 Jahren, da hat man sich noch umdreht und hat noch Gefühl eingeparkt. Dann kamen die Parksensoren, das war schon intelligent. Und dann kamen die autonomen Einparksysteme. Ich fahre neben die Parklücke, drücke meinen Knopf, mein Auto parkt für mich ein. Und das ist für mich so ein schöner Schritt, wie das auch in der Spanntechnik irgendwann vonstatten gehen kann. Digitalisierung bedeutet für uns zwei unterschiedliche Themen. Das Thema 1 bedeutet elektromechanische Komponenten. Elektromechanische Komponenten sehen wir als Substitution von klassischen Antriebssystemen.
Das heißt, wir wollen Pneumatik oder Hydraulik ersetzen durch Elektrik. Und Sie sehen hier ein Nullpunktspannmodul mit einer integrierten Elektronik, mit einem Elektromotor und einem Getriebe für die Übersetzung. Das Ganze natürlich IP67 geschützt, wird mit 24 Volt direkt angesteuert. Und das ist so ein Modul, wo wir wirklich den klassischen Antrieb ersetzt haben. Weg von der Pneumatik hin zur Elektrik. Da drin steckt ein Teil Intelligenz, aber jetzt noch nicht die große Intelligenz. Das ist ein Modul, das setzt man überall dort ein, wo es einfach keine Luft und kein Öl zur Betätigung gibt. Was Sie aber auch sehen, der Bauraum ist etwa um den Faktor 5 größer wie bei einem herkömmlichen Nullpunktspannmodul, das pneumatisch oder über Federkraft betätigt wird. Der nächste Schritt wird sein, wir haben klassische Module, die haben weiterhin einen klassischen Antrieb, öffnen mit Luft, schließen über Federpaket. Aber in diese Module packen wir jetzt eine Intelligenz rein. Die kriegen eine Kompatibilität zu einem Bussystem, diesen IO-Link, für diesen Standard haben wir uns entschieden. Wir haben eine integrierte Elektronik und können jetzt über diese Elektronik die einzelnen Prozessschritte abfragen. Zum Beispiel, ob eine Palette gespannt ist, ob das Modul geöffnet oder geschlossen ist. Und wir können auch permanent den Modulstatus abfragen, indem wir permanent die Einzugskraft messen, die wir auf den Spannbolzen ausüben. Also das ist ein Modul, das liefert uns jetzt eine Vielfalt an zusätzlichen Informationen. Und das Ganze wird so in ähnlicher Form dann auch bei den Kraftspannblöcken kommen. Es ist jetzt die Kombination. Der ist elektromechanisch angetrieben und er bietet schon das Teil der Intelligenz. Er ist kompatibel mit IO-Link, er hat die integrierte Elektronik, er hat einen integrierten Elektromotor mit Getriebe. Ich kann Backen vorpositionieren, ich kann die Backen abfragen, ich kann die Spannkraft einstellen. Also der bietet da sehr viele Möglichkeiten, die in dem Thema Automatisierung unglaublich wichtig sind für Systemintegratoren. Und er übermittelt mir permanent den Status quo zur Spannung. So sehen wir die Zukunft in der Spanntechnik, elektromechanische Antriebe, Intelligenz im Spannmittel, das einem zusätzlich und dauerhaft Informationen im Prozess zur Verfügung stellt. Ich komme zum Ende von meinem Vortrag und darf für Sie einfach noch mal kurz zusammenfassen, aber das haben Sie sich ohnehin gemerkt. Es gibt ein großes Ziel, die Lampe muss grün leuchten. Wie Sie das erreichen, da hatten Sie jetzt viele Ansätze bekommen. Für mich ist ein ganz wichtiges Thema, es gibt an jeder Maschine Verbesserungspotenzial. Immer ist was vorhanden. Wenn Spannmittel schnell, einfach, flexibel, wandelbar sind, präzise, kraftvoll und idealerweise langlebig, dann werden die sehr schnell akzeptiert werden und alle, die damit arbeiten, haben Freude. Die Nullpunktspanntechnik ist für uns eine Basis, über die wir nicht mehr diskutieren wollen. Und die Standardisierung ist ein Erfolgsbaustein mit einer schnellen und hohen Verfügbarkeit. Das Thema stabile Prozesse ist elementar für die Automatisierung und es gilt grundsätzlich, da möchte ich Sie anregen, denken Sie über Automatisierung nach. Es gibt Lösungen für die Stückzahl 1 bis ganz nach oben. Und denken Sie mir bitte an die Mitarbeiter, der muss qualifiziert werden. Der Mitarbeiter muss zum Prozessverantwortlichen werden. Und vielleicht sieht die Zukunft dann so aus. Wir sind ja gar nicht mehr so weit weg von den führerlosen Fahrzeugen, dass irgendwann nur noch ein Produktionsplanungssystem sagt, produziere mir das Teil X und dann das Wägelchen losfährt
und die Werkstücke von Maschine, von Prozess zu Prozess bringt, es einlagert und automatisch am Tag drauf zum Kunde schickt. Ich bin am Ende mit meinem Vortrag. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie in der vergangenen halben Stunde nicht gelangweilt und konnte Ihnen ein paar interessante Anregungen mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, ich habe Sie provokativ auch etwas zum Nachdenken anregen dürfen.